Ja, Servus, Grüezi und Hallo, euer Mr. Key präsentiert die neue Folge Tipps und Tricks mit dem Yamaha Genius. Ja, nach den ganzen Klängen, nach den sogenannten Voices, wie es bei Yamaha heißt, kommen wir heute weiter auf die linke Seite des Keyboards zu den Styles. Styles, das sind rhythmische Muster, Begleitmuster. Und mit den dazugehörigen Akkordgriffen, mit der linken, halt, da sind wir, links, mit der linken Hand, könnt ihr diese Begleitmuster, diesen Style, diesen Rhythmus, quasi eure eigene Band im Yamaha Genius steuern. Und interessant auch gerade für Umsteiger, Neueinsteiger, Beginner, Anfänger, die eventuell auch den Yamaha Genius mal unter ihre Finger haben. Wie geht das mit den Styles? Was muss ich da einstellen? Was gibt es für Möglichkeiten? Das möchte ich euch heute präsentieren. Aber vielleicht ist auch für Fortgeschrittene bzw. für professionelle Spieler und Spielerinnen, die den Yamaha Genius täglich nutzen und im Einsatz haben, der ein oder andere kleine Trick mit dabei. So, ja, dann wechsle ich mal die Kamera und gehe rüber an das Keyboard. So, da sehen wir jetzt noch den anderen Kandidaten. Gucken. Zack, so. Sind wir schon mal beim Genus gelandet. So, jetzt sehen wir das Keyboard auch, wie es in voller Pracht dort steht und wartet. Ich wechsle mal das Mikro. Und schon ganz losgehen. Genau, neben den Klangfarben, wie gesagt, auf der linken Seite gibt es die entsprechenden Bedientaster über das Touch-Display. Auch da ist es unterhalb, also links unten, gibt es einen Button, da kann man draufdrücken und kommt dann in den entsprechenden Style-Bereich hinein. Rechts neben dem Display gibt es auch eine Style-Taste, die hat quasi die gleiche Funktion. Auch da kann man in den jeweiligen Style-Bereich hinein, ob nun im sogenannten Preset-Bereich, das sind, ups, das sollten wir jetzt nicht haben, im Preset-Bereich, wo Yamaha die internen, sogenannten schon verfügbaren Styles, Rhythmen programmiert hat, oder in den User-Bereich. Ich habe jetzt hier schon einige Sachen abgespeichert. Es gibt dann beim Yamaha Genius zum Beispiel noch einen Favorit-Bereich, wo ihr quasi eure Lieblingsstyles. Gucken, habe ich da auch schon was? Da habe ich jetzt noch nichts abgespeichert. Ablegen könntet. Ja, und bleiben wir doch bei dem Preset-Bereich nochmal eben. Auf der rechten Seite sieht man den ausgewählten Rhythmus, der gerade aktiv ist. Und auf der linken Seite gibt es sogenannte Style-Kategorien von Pop, von Rock, ja, Dance, Disco, Entertainer ist hier mit bei, lateinamerikanische Rhythmen, Country-Rhythmen und so weiter und so fort. Und jeweils, wenn ich hier irgendwo drauf drücke, dann kommen hier verschiedene zu dieser Kategorie dazugehörige Rhythmen, Styles, die man ganz einfach so anwählen kann und dann natürlich auch nutzen kann zum eigenen Spiel. Ja, zur Demonstration habe ich hier einfach mal den Classic 8, wie nennt er sich, ausgewählt. Und natürlich gibt es verschiedene Taster, die diesen Style, diesen Rhythmus
die eigene Band im Yamaha Genus aktivieren. Ja, wenn jetzt nur zu dem, was ihr spielt, mit einem Klaviersound beispielsweise, das Schlagzeug laufen soll, reicht der Druck auf den Start-Stopp-Taster. Das hört sich dann so an. Genau, und die Begleitinstrumente, Bass, Gitarre, Streicher, Bläsersätze, hört man jetzt noch nicht. Das wäre natürlich für viele Songs, die es so gibt, einfach zu schade, wenn man die nicht nutzen könnte. Und ja, da kommt dann der sogenannte ACMP-Taster, der ziemlich links auf der Bedienoberfläche vom Genus ist. Bei den meisten Keyboards ist es ja, auf der linken Seite natürlich. Und dieser aktiviert die Funktion, dass eben die Akkordgriffe gesteuert werden können. Und somit, wenn ich jetzt hier Start-Stopp drücken würde, kommt das Schlagzeug zuerst natürlich. Und dann, wenn beispielsweise ein Takt durch ist, die Begleitinstrumente hinzu. Genau, das kann man jederzeit stoppen natürlich, dann ist alles wieder ruhig auf der linken Seite. Sehr interessant, das haben auch schon die anderen Keyboard-Modelle, vom ganz kleinen bis halt zum Yamaha Genus oder auch bei Fremdfirmen den sogenannten Sync-Start-Taster. Das bedeutet, sowohl das Schlagzeug als auch die Begleitinstrumente sind sofort direkt anspielbar, je nach Akkordgriff. Genau, und dann kann man so quasi sofort auf Zählzeit 1 des jeweiligen Styles bzw. Rhythmuses loslegen. Ja, und ihr habt es gerade gesehen, ich habe während das noch lief auch wieder auf den Sync-Start-Taster gedrückt und auch dann ist sofort Ruhe und die Band gehorcht euch quasi auf Fingerdruck, aber gleichzeitig sind die internen Bandmitglieder sofort wieder bereit und warten auf euren neuen Akkordgriff, um dann wieder losspielen zu können. Wieder auf den Sync-Start-Taster gedrückt und zack, die Band hört auf zu spielen. Ja, es gibt noch einen weiteren interessanten Taster hier. Kann man ab und an mal nutzen, um so einen kleinen eigenen Break zu machen. Den Sync-Stopp-Taster. Das bedeutet, sobald ich loslasse, hört der Rhythmus auf. Hat natürlich den kleinen Nachteil, wenn vielleicht ein schwieriger Akkordwechsel ist, wo wirklich alle Tasten losgelassen werden müssen, klingt es so ein bisschen ruckhaft. Das war jetzt nur eine Demonstration. Natürlich, so spielt, glaube ich, keiner von euch. Ja, aber beispielsweise um nur den Grundakkordton zwischendurch mal zu spielen oder eine kurze Unterbrechung, wo halt wirklich die Begleitband nichts machen muss und ihr spielt mit der rechten Hand. Dafür ist das ganz gut geeignet. Ich gebe mal zwei kleine Beispiele. Musik.
so ähnlich. Ne? Einmal habe ich die Akkordtöne gespielt. Das war wie so ein Bassaufgang. Und beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, so jetzt wollen wir mal nur mit der rechten Hand weiterspielen. Dafür, wie gesagt, der Sync-Start-Taster sehr gut geeignet. Und einige Songs, die es so gibt, erfordern auch genau diese Spielweise. Ja, was gibt es weiterhin? Natürlich die voreingestellte Geschwindigkeit zu jedem Style. Es gibt quasi ein Grundtempo, was Yamaha voreingestellt hat. Das kann man verändern mittels den beiden Tempotastern. Man drückt einfach drauf und dann, wenn man genau weiß, die und die Geschwindigkeit, kann man hier Plus oder entsprechend auch Minus machen. Wird es entsprechend schneller oder halt langsamer. Oder wenn zwischendurch mal eine Stelle ist, wo man sagt, okay, jetzt dürfen die Personen mal etwas schneller tanzen. Das geht auch bei den Updates, die man natürlich auch für den Yamaha Genius machen sollte. Aktuell ist ja die Version 2.1.1, die aktuelle, dass man mit dem Drehrad rechts neben dem Display auch das Tempo verändern kann. Das wäre jetzt zu schnell und ich sage einfach, ja, ich will es mal wieder langsamer haben. Einfach dran gedreht und zack, verändert sich das. Eine andere Möglichkeit wäre noch mit dem sogenannten Tab-Taster. Das ist jetzt natürlich sehr träge. Ich mache es mal wieder etwas schneller. Da ist ein sogenanntes gefühltes Tempo. Je nach Taktart muss man dann die entsprechenden Zählzeiten, Viervierteltakt, vier Schläge, Dreivierteltakt, drei Schläge, da drauf drücken, um und in der Geschwindigkeit, wie ihr zum Beispiel denkt, dass die Geschwindigkeit ist, und dann kann man ja, die Geschwindigkeit auch darüber einstellen. Ist manchmal ganz hilfreich, wenn bei den ausgedruckten Noten keine Geschwindigkeit draufsteht und ihr aber trotzdem das Lied kennt und ungefähr die Geschwindigkeit im Gedächtnis habt, dafür kann man diesen Tab-Tempo-Taster wunderbar nutzen. Ja, bei den größeren Keyboard-Modellen und natürlich beim Yamaha Genius, dem aktuellen High-End Keyboard von Yamaha, gibt es verschiedene sogenannte Main-Varianten. Insgesamt 4, A, B, C und D. Und Main-Variante, das bedeutet, die Band spielt unterschiedlich dynamisch. Bei A sind weniger Instrumente beteiligt und bei D in der Regel, es gibt zwar kleine Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass bei D denn alle Musiker der jeweiligen Band des Styles, was ihr ausgesucht habt, mitspielen. Ich demonstriere das mal und jede dieser Main-Varianten hat auch ein eigenes Fill-In, eine, ich sag jetzt mal, Schlagzeug-Überleitung. Wir gucken uns das mal an. Main A. Da ist jetzt so ein kleiner Schlagzeug-Break gewesen. Main B. Ja, auch hier wieder Schlagzeug leitet über. Das gleiche geht auch bei Main C. Und natürlich auch bei Main D.
Ja, und nebenbei erwähnt, die Technik, die im Yamaha Genius und den anderen Keyboards steckt, die ist schon sehr, sehr dicht am Original. Und oft hat man das Gefühl, speziell beim Yamaha Genius, dass die Band direkt neben einem steht und gar nicht hier im Keyboard drin ist. Aber natürlich, so ist es ja nicht wirklich. Das hat einfach eine super tolle Qualität und macht irre viel Spaß, nicht nur mir, eurem Mr. Key, hier ja, mit den Styles, mit den Klangfarben zu improvisieren, etwas vorzuführen für euch. Das ist schon ganz, ganz toll gemacht. Ja, zwischendurch muss man auch mal eine Pause machen. Dafür gibt es den obligatorischen sogenannten Break-Taster. Und der hat in der Regel einen Takt, wo eben meistens das Schlagzeug, manchmal auch instrumentenbezogene Melodien gespielt werden. Ich demonstriere das mal mit diesem Style. Break. Und danach geht es in die jeweils gewählte Main-Variation zurück. Das ist schon sehr, sehr interessant und flexibel gemacht. Aber es gibt noch mehr am Yamaha Genius und ähnlich höheren Keyboard-Modellen zu entdecken. Nämlich, wir haben drei Intros, drei Endings. Und ja, aufgrund der Zahl, die 1 ist meistens der Einzähler. Und beim Ending dann der sogenannte Abschlag. Und bis zur dritten Variante, da ist dann das Intro bzw. das Ending länger und leitet bei den Intros zu dem jeweiligen Stück ein, zu dem Rhythmus. Und die Endings, man braucht im Prinzip nicht spielen. Natürlich kann auch jeder von euch dazu spielen. Ich demonstriere einfach mal, wie das Ganze so klingt. Intro 1. Einzähler und es geht in die jeweilig ausgewählte Main-Variante über. Intro 2. Ja, da waren jetzt schon Klavier- und Streicherklänge zu hören, die so eine kleine Melodie spielen. Und auch dann geht es über in die jeweilig ausgesuchte Main-Variation. Ja, das Ganze etwas länger, fast schon wie ein eigener Song. Der geht dann über noch mehr Takte, ist Intro 3. Genau, und dann wäre das Startzeichen, wo ich eben angefangen habe, ab der Stelle muss dann zum Beispiel eine Melodie gespielt werden, damit das Lied, das entsprechende, weitergeht. Auch hier bei Intro 3, nochmal als Zusatzinformation, merkt man diese tolle Klangästhetik, diese dynamischen Klänge, die hier auch in den Rhythmen in der Begleitband natürlich drin sind. Ja, gehen wir zu den Endings. Nummer 1. Klingt so. Nummer 2 kann man auch direkt anwählen. Ja, hier sind die Instrumente, die beim Intro schon waren, auch wieder zu hören. Klavier und Streicher. Und bei Ending 3 ist es ähnlich wie am Anfang mit dem Intro 3. Auch da sind die Bläser natürlich wieder zu hören.
Ja, und die Streicher waren neben den anderen Instrumenten natürlich auch wieder mit dabei und haben dann diesen Style, diesen ausgewählten gerade, sehr dynamisch, druckvoll beendet. Ja, dazu die entsprechende Einstellung ausgesucht, das Instrument, womit er gerne spielt, Klavier, Orgelklänge, Streicherklänge vielleicht, je nach Style, Bläserklänge, ganz egal, mit den entsprechenden Lautstärken angepasst und ja, damit kann man eine ganze Menge schon musikalisch machen. Wer dazu mehr wissen möchte, ich empfehle auch die eigens für den Yamaha Genus von mir produzierte und weiter natürlich produzierende Tutorial-Folge für die Styles, die internen Styles des Genus. Da gibt es auch jede Menge mit den Style-Möglichkeiten zu hören. Und natürlich die Klangfarben, die da auch verwendet werden. Ja, vielleicht noch interessant zu erwähnen, gerade für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Yamaha Keyboards haben oder quasi auch neu an den Tyrus-Modellen SX 900, 700 oder eben am Genus sind, es gibt sogenannte One-Touch-Settings, auch 4 Stück, 1 bis 4. Und das sind von Yamaha quasi Vorschläge, Klangvorschläge, jeweils zu den ganzen Styles, die hier drin sind. Im Genus sind insgesamt intern 550 Stück, ist eine ganze Menge. Und aus den unterschiedlichsten Musikstilrichtungen und zu jedem dieser 550 Styles, Rhythmen, gibt es jeweils 4 verschiedene Klangfarben. Einfach draufdrücken, dann kann man sie direkt anwählen oder, das zeige ich auch in diesen Style-Tutorials nochmal direkt, es gibt hier linke Hand neben dem ACMP-Taster den sogenannten OTS-Link-Taster. Das heißt, wenn ich den drücke und wähle hier Main A, wird automatisch quasi wie von Zauberhand der Klangvorschlag Nummer 1 gewählt, bei B springt er über auf 2, C ist dann der dritte Klangvorschlag und Main D, die Style-Variante, geht dann zack über auf die OTS-Klang-Variante Nummer 4. Und da gibt es dann jeweils unterschiedliche Klänge, ne, oder hier Bläserklänge. Akustische Gitarre. Oder auch ein Klavierklang, den wir ja eingangs schon gehört haben. Ja, im Mixer-Menü, dazu gibt es nochmal ein eigenes Video, wird es geben, wie die Styles in der Dynamik verändert werden können. Da kommen dann auch hier die Slider zum Einsatz, die Schieberegler auf gut Deutsch. Wenn einem zum Beispiel der Bass zu laut ist, das Schlagzeug wummert auf dem Kopfhörer, das kann man alles wunderschön einstellen. Ja, das ist ja heute erstmal ein Kennenlernen, welche Möglichkeiten überhaupt mit den Rhythmen, mit den sogenannten Styles, mit der internen Band machbar sind. Eine Sache würde ich heute aber schon gerne nochmal ansprechen. Es gibt hier oben rechts neben dem Display gibt es so ein Taster-Menü und da gibt es einen Punkt Channel On Off. Und ja, im Display sind hier 2 verschiedene Bereiche. Einmal für den Song Bereich, wenn jetzt jemand von euch mit sehr viel mit MIDI-Files macht, dafür ist das interessant, da stehen hier die 16 möglichen Spuren oder darunter die 8 Spuren
sozusagen plus Audio von den Styles. Und ja, das Schöne ist, ihr könnt sagen, eine Band mit eben diesen verschiedenen 6, 7, 8 Musikern. So, du bist jetzt mal ruhig, Musikant Nummer 4, Musikant Nummer 2 und die anderen spielen weiter und irgendwann kommt dann der vierte oder zweite Musikant, Musikantin wieder mit dazu. Und so außerhalb dieser Main-Varianten, die schon sehr interessant sind, gibt es noch über diese Channel-On-Off-Funktion weitere Möglichkeiten, den Rhythmus zu gestalten. Und beispielsweise auch einfach zu sagen, so, ich fange jetzt einfach mal mit der Percussions an. Na, ehe dann vielleicht der Bass dazu kommt. Ja, dann wird dem Gitarrenspieler, der Spielerin vielleicht zu langweilig. Eingeschaltet, schon ist wieder Friede. Auch bei dem Gitarrenspielenden. Ja, das Schlagzeug kann man hinzunehmen. Und schon hat man quasi die einige Teile der Band wieder aktiviert. Es gibt jetzt hier noch eine sogenannte Pad-Fläche, da je nach Style sind unterschiedliche Sachen. Pad ist ein Begriff halt für eine Fläche, einen Hintergrundsound. Die sind jetzt hier gerade sehr dezent. Mal gucken bei Main-Variante. Wird das Ganze natürlich ein wenig lebhafter. Und wenn man jetzt hier länger drauf drückt, könnte man auch sagen, okay, ich fange mit dem Pad an. Dann allerdings empfiehlt es sich, dass man zähltechnisch, takttechnisch schon ein wenig Erfahrung hat und hier auf die leuchtende Anzeige vom Start-Stop-Taster achtet, damit man für die anderen Instrumente die richtige Zählzeit, den Anfang, nicht verpassen tut. Ja, vielleicht ist ein bisschen einsam hier die Fläche. Nehmen wir doch den Bass ruhig wieder mit dazu. Dann ja, das, Entschuldigung, das war jetzt die Solo-Funktion. Muss ich das hier kurz umschalten? So, was. Dann würde sich das so anhören. Schlagzeug dazu. Ja, es gibt zwei verschiedene Begleitspuren. Manchmal sind die auch mit dem gleichen Instrument belegt. Das kommt immer ganz auf den gewählten Style, den Rhythmus an. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene Muster. Einmal ein Klaviermuster in diesem Style. Oder eben besagte Gitarre. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das Ganze, eure eigene Band im Yamaha Genus instrumentieren könnt, auswählen könnt, was die spielen sollen, welche Main-Variation, ob alle Instrumente angeschaltet sind, welche Lautstärken und. Das Ganze lässt sich wunderbar abspeichern, dazu kommen wir auch noch in einem Video. Dazu gibt es dann in dem bestimmten Video wieder spezielle Tipps von mir.
Ja, und so habt ihr dann im Laufe der Zeit, je mehr ihr euch mit dem Keyboard beschäftigt, mit dem Genus in diesem Fall speziell, ganz viele Möglichkeiten, eure eigenen Einstellungen auf euch zugeschnitten, wie es so schön heißt, zu machen. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ich bedanke mich für heute bei euch wieder fürs Zuschauen, produziere die nächsten Folgen. Schaut gerne auch mal in die Playlist rein, da gibt es noch weitere schöne und interessante, wie ich hoffe, für euch Videos und Tutorials zu entdecken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abonnement da. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ich probiere weiter aus, produziere die nächsten interessanten Videos für euch hoffentlich und sage für heute, euer Mr. Key. Alles Gute und bye bye.